Moment mal. Hatte nicht irgendjemand davon gesprochen, dass es hier unten unter der Stadt Katakomben gibt und eine Kiste oder sowas? Questlog? Journal. Smuggler's Cove. Find the secret cove. Find the coffer. Was könnte das hier sein? Oh. Genau, update jetzt Quest Smuggler's Cove. Find the coffer. Das wirst dann du sein. Oh, ich höre Gegner hinter uns. Und wir werden sie erst öffnen können, wenn die tot sind. Wir müssen abwarten. Bis du da stehst. Oh, Elite Giant Spider. Okay. Du brenn mal. Autsch. Ja, they are shooting at us. Das ist vollkommen richtig. Das heißt, sie spucken at us. Der Weg. Und ein neuer Eintrag. Sehr schön. Also ja, es gibt Elite-Monster. Das war jetzt die Mission. Bring the coffer back to Zaire. Wir sollen die ganze Kiste mitnehmen? Ich denke mal, er meint den Inhalt. Das Ding da. Und vielleicht das Gold, aber das wage ich doch stark zu bezweifeln, dass Tirik das Gold wieder herrückt. Ach komm, Geronimo. Oh. So. Hier. Eins. Was hast du da? Provozieren. Das Partymitglied, das provoziert wurde, nimmt automatisch Attack. Was? Nochmal. Das Partymitglied, das provoziert wurde, wird automatisch ausgewählt als Ziel von der Attacke. Fähigkeit oder Zauberspruch? Nee. Kriege ich nicht ordentlich übersetzt. Aber ist egal. Als der jetzt hier sterben wird. So, du musst ganz schnell ein Gegengift trinken. Und einen kleinen Heiltrank. Und davon müssen wir demnächst neu kaufen. Oh, du bist auch vergiftet. Trink. Und wieder kein Bug. Sehr schön. Genau, Koffer müssten wir dabei haben. Also nicht Koffer mit K, ne? Koffer. Kiste. Karte. Da ist noch ein Feld, wo wir noch nicht waren, aber hier können wir auch nichts machen. Hier links ging es noch rein. Auch wenn ich langsam das Gefühl habe, wir sollten zurückgehen. Oh. Oh, ganz schön viele. Oh. Drei Stück und wir können nicht zurückgehen. Angriff, 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 wegpusten. Weil sie kann nicht in derselben Runde gehen und angreifen. Das heißt, dadurch können wir also durch diesen Zauber hier, können wir uns quasi eine Runde erkaufen für Mana. Gut. Dich können wir nicht mehr wegschubsen, weil wir nicht mehr genug Mana haben. Na gut, dann halt alten Menschen Tode. 1, 1, 1. Eins, eins, eins. Jo. Kein Gift, sehr schön. So. Also, gib mir Loot. Gib mir Kisten, gib mir Kokons, die ich aufschneiden kann. Wo Loot drin ist. Oh, noch mehr Gegner. Ja, richtig was los hier. Ich wäre irgendwie davon ausgegangen, dass wenn die Spinnenkönigin tot ist, dass hier weniger Gegner sind. Aber vielleicht sind die jetzt hier alle aufgebracht. Das können sie auch sein. Aber soll uns egal sein. Für uns bedeutet das mehr Beute, mehr Erfahrungspunkte. Mehr.
Ich denke mal, in diesem anderen Spielmodus wäre das richtig haarig gewesen bis hierher. Schutz vor Wasser plus 1. Und Gold. Da ist mir das Gold auch schon fast lieber. Wobei die magischen Sachen wahrscheinlich auch mehr wert sind, wenn man sie verkauft. Und warte mal, wir haben noch gar keine Gauntlets an, ne? Jo, zieh die mal an, Tirik. Nur 1% weniger Wasserschaden und eine 0,5% Chance, um vollkommenen Wasserschaden zu ignorieren. Ja, okay. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn es auch komplett Schaden negieren kann. Richtig schön wäre es auch, wenn das dann, wenn man mehr als 100% später irgendwann mal irgendwie haben sollte, dass man da Lebenspunkte wieder bekommt. So à la Final Fantasy 7. Da war das ja auch so. Wenn man Feuer irgendwo reingepackt hat und mit Feuer getroffen wurde, dann kriegt man Lebenspunkte wieder. Damit kommt man richtig gut rumbasteln. Also ja, ich bin definitiv gespannt, was in den nächsten Kapiteln noch kommt. Oh, und wir sind müde. Ogrum ist schwach. Ja, okay, das können wir nicht zulassen. Schlafen. So. Heulende Wölfe in einer Höhle. Wo war der Ausgang? Ah, doch, ist ja schon ganz schön groß hier. Na gut, hier lang. Darum und gleich links halten. Dann geben wir, also gehen wir nochmal zu Maximus, reden mit ihm. Gucken uns in der Stadt noch um. Gehen zurück zu Zale. Und in ein, zwei Tagen würde ich ganz gerne mal wieder hierher zurückgehen. In diesen Dungeon. Einfach nur um zu gucken, ob da Gegner respawned sind. Also ob ich wirklich grinden kann, wenn ich es denn möchte. Weil ich grinde eigentlich ganz gerne. Nur um es denn ein bisschen sicherer zu haben für später. Und ich denke, da bin ich auch nicht alleine. Wäre ein wenig schade, wenn man einen Dungeon einmal cleart und dann später nichts mehr davon hat. Obwohl das ja bei den meisten Spielen so ist. So, wir wollen aber zu Zale. Wo war Zale? Questlog. Zale the Harbormaster auf Sorpegal. Ach, das war der, der in der Ecke versteckt war. Der meint, er wäre sowas wie der Bürgermeister, ne? Das müsste ich doch finden können. Eigentlich. Guck ich mal. Ich gucke erstmal nach Süden. Da ist eine Stadtwache. Was ist mit dir? Katharina? Hallo, Katharina. Nee, mit der wollte ich sprechen. Ach, hier ist die Magierin, okay. Nee, das ist definitiv die falsche Ecke. Wir wollen anderweitig weiter. Es war irgendwo versteckt. Deswegen fand ich es ja auch so komisch, dass... Warum ist da eine Tür? Deswegen fand ich es auch so komisch, dass er sich als Bürgermeister ausgegeben hat, weil er eigentlich in der richtig runtergekommenen Gasse an der Ecke stand. Ach, der Schrein. Mal gucken, ob der Schrein jetzt vielleicht geht, wo sie gepatcht haben. Nee. Kann auch gut sein, dass man erst irgendetwas machen muss. Also erst mal mit einem der Drachen gesprochen haben oder eine Vision von dem bekommen und erst dann kann man die Schreine benutzen. Könnte natürlich auch sein. Alles höchst spekulativ. Oh, ein neues Buch. Sea Shanties and Harbor Songs. Okay. Bin ich jetzt nicht unbedingt in der Stimmung, das vorzulesen. Aber schön, dass es das gibt. Hier hinten vielleicht. Entweder hier oder da. Ich glaube, hier war der Witzeerzähler. Was ich mir, obwohl ich auch nochmal geben könnte. Vielleicht hat er ja was Neues. Ja, nee. Hier war... Tränkemixer. Hallo, ich hätte gerne... Equipment identifiziert. Warte mal. Alle? Ich liebe Abenteurer. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das ganze Geld hier lassen, oder? So, und wir hätten noch gerne... Heiltränke.
Alle 5, die du hast. Mana-Tränke. Alle 5, die du hast. Du machst nur Schutz gegen Luft, Erde, das bringt uns alles gar nichts. 10 müssten eigentlich erstmal reichen. Nö, sonst bräuchten wir nichts, danke. Raus. Und dann gucken wir doch mal, was dein Gegenstand jetzt macht. Also du bist überhaupt schon mal ein Helm. Das heißt, du kannst einen Helm anziehen. Und es ist echt gewöhnungsbedürftig, dass man die Sachen nicht von Inventar zu Inventar schiebt, sondern alles hier hat. Also ja, klar, es ist praktischer, aber ist halt ungewohnt. 8 bis 10 plus 2 Damage. 8 plus 10. So. Ja, Schild braucht sonst keiner und kann auch keiner nehmen, richtig? Richtig. Das heißt, Schild und Axt könnten verkauft werden. Was mit dir? Darkness Warding Eyeball Amulet of Agility. Das ist doch mal ein Name. Plus 2 Ausweichen. Das bekommt mal sie. Damit sie auch ein bisschen Schutz hat. Aber ja, das A-Ball oder Eyeball-Amulett, das gab es auch früher schon. Sah bei Might & Magic 6 recht ulkig aus. Ja, also hier oben ist er nicht. Das heißt, er wird da unten sein. Achso, und Witze wollten wir noch einmal abholen. Du. Den kennen wir schon. Wo leben Geister? Dead End. Ja, danke. Ja. Also wirklich gut sind die Witze nicht. Aber ich glaube, das gehört auch so. Warum ist hier noch ein Punkt? Oh, Waffenhändler. Na doch, gucken wir mal rein. Repair Weapons. Ist irgendwas kaputt? Nö. Hast du denn eine bessere Waffe als unser Ork hat? Plus 2 Damage Fire. Das klingt doch gut. Plus 2 Damage Earths. Das nehme ich. Das nehme ich. Und das gebe ich dir zurück. Raus. Raus. So. Du? Ne, warte mal. Wer hat die Armbrust? Tiriga die Armbrust. Du kriegst eine neue Armbrust. Du kriegst einen neuen Dolch. Jo, sehr schön. Und schon schwindet unser Goldvorrat. Sind runter auf 850. Aber ich hoffe einfach mal, wenn wir diesem Zale-Charakter den Koffer geben, dass wir noch ein bisschen was in die Hand gedrückt bekommen. Du da bist der Habermaster, richtig? Ja, ich bin Zale. Quest. Das ist der Koffer. Ich hatte mir irgendwie etwas Größeres erhofft. Und das soll der Schatz meiner Vorfahren sein. Na gut, ein Deal ist ein Deal. Hier ist die Hälfte des Goldes, wie abgemacht. Jo, sehr schön. Eine Nebenquest erledigt und nochmal 75 Erfahrungspunkte für jeden. Das ist doch schick. Die Geschichte werden wir bei Zeit wahrscheinlich auch noch hinbekommen. Müssten wir nur mal die Stadt verlassen dürfen. Aber dazu sprechen wir am besten mit Maximilian oder Maximus. Mit Max, dem Halborg. Oder Ork. So. Hallo Max. Queste. Gute Arbeit mit den Spinnen. Ich habe eine andere Aufgabe für euch, falls ihr dazu bereit seid. Es gibt einen alten Leuchtturm südlich von Sorpegal, der älter ist als das Shantiri Empire. Vor ein paar Tagen ist das Licht oben auf dem Turm ausgegangen. Gerade in dem Moment, als ich Nachricht bekommen habe, dass Nagas sich in der Gegend aufhalten. Nun, ich hatte bisher nichts gegen das Schlangenvolk. Aber vor ein paar Jahren gab es Probleme mit ein paar verrückten Nagas, die sich selber Kult des Wreckers nannten.
Und Kontrolle über den Leuchtturm zu nehmen, hört sich genau nach der Sache an, die die Wrecker tun würden. Ich möchte, dass ihr zum Leuchtturm geht und nachschaut. Falls es wirklich diese Wrecker sein sollten, kümmert sich um sie. Also, tötet sie. Oh, und macht bitte das Licht wieder an. Okay. Außerdem solltet ihr noch in die Kapelle gucken und mit Rosalie sprechen. Sie könnte auch Arbeit für euch haben. Okay. Je mehr Aufträge, desto besser. Bedeutet immer mehr Gold. Chapel, das wird das Ding da sein. Also der Tempel. Investigate the Nugget at the Lighthouse. Eliminate Mamushi. Das finde ich nicht schön. Weil es sagt mir jetzt schon, dass es auf jeden Fall die Nagas sind. Was wir eigentlich gar nicht wissen. Also ob die Nagas wirklich waren oder ob sie sich nur zufällig da aufgehalten haben. Und es sagt mir auch, dass es einen Boss geben wird bei den Nagas und der heißt Mamushi. Das hätte man anders regeln können. Also etappenweise den Questlog. Aber vielleicht kommt das ja später noch. Also dass man nur sieht, investigate the lighthouse. Auch nichts von den Nagas erwähnen. Und wenn man da ankommt und man sieht Nagas und die Nagas greifen uns an, dann kann da stehen, eliminate the Nagas. Und wenn dann der Boss irgendwann auftaucht, ne? Und so weiter. Das würde für mich ein bisschen RP-artiger sein. So. Lisandra wollten wir nicht mitsprechen, sondern mit ihr. Rosalie. Was kann ich für dich tun? Wir haben gehört, du hast eine Aufgabe für uns. Mhm. Ich wurde von Whitecliff geschickt mit der Autorität des Einhorn Duchy. Das ist ein Titel, ein Adelstitel. Um eine Reihe von Dieben zu beobachten oder herauszufinden, was mit denen passiert ist. Auf der Hauptstraße zwischen Karsal und dem Rest des Empires. Ich denke, ich habe herausgefunden, wo das denn von ihnen ist, also das Lager. Ich suche nach ein paar braven oder mutigen Seelen, besser. Brave Seelen, passt nicht so ganz. Also mutige Seelen, die mir helfen, diese Banditen der Gerechtigkeit zuzuführen. Und einen besonderen Gegenstand zu holen. Hast du Interesse? Ja. Lass uns keine Zeit verlieren. Wir müssen sie bekommen, bevor sie in die freien Städte geschmuggelt werden, also der Gegenstand. Wer hat gesagt, dass du mitkommst? Okay. Also unsere Slots werden immer ganz schön schnell gefüllt, ob wir wollen oder nicht. Das finde ich auch nicht unbedingt so toll. Aber na gut, das gehört wohl dazu. Jetzt speichere ich aber erstmal wieder ab und wir sehen uns gleich wieder.